Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Ich habe mich mal hier aufs Sofa gesetzt und wollte euch mal ganz entspannt und ohne Skript erzählen, was ich die letzten Tage gemacht habe, wo ich war und warum es keine Videos gab. Der ein oder andere hat es ja vielleicht schon mitbekommen auf Instagram oder so, oder ich habe es auch gestern schon angedeutet. Ich war im Urlaub quasi. Ich war endlich mal wieder unterwegs. Ich war mit meiner Freundin in New York und da bin ich selbstverständlich mit dem Flugzeug hingekommen, aber auf eine etwas besondere Art und Weise, und zwar mit einem sogenannten Standby-Ticket. Und genau darum soll es heute gehen, um meinen Flug nach New York mit diesem Standby-Ticket. Die Leute, die aus der Fliegerei kommen, die wissen sofort, was es mit dem Standby-Ticket auf sich hat. Für die ist das jetzt alles vielleicht nicht so wahnsinnig interessant. Die wissen selbstverständlich, welche großen Vorteile das haben kann. Die wissen aber auch, was das für gewaltige Nachteile haben kann. Vor allem, wenn man in den Urlaub fliegen möchte und vielleicht nicht einfach von Hamburg nach Frankfurt will oder so. Aber ich glaube, für die Leute, die vielleicht nicht direkt aus der Fliegerei kommen, könnte das mit diesem Standby-Ticket mal ganz interessant sein. Ich bin, wie gesagt, mit diesem Standby-Ticket nach New York geflogen. Das auch noch mit meiner Freundin, heißt, wir waren zu zweit und wollten selbstverständlich auch gerne zu zweit dahin fliegen. Und allein das wird mit einem Standby-Ticket schon auf einigen beliebten Routen gerne mal ein bisschen komplizierter. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wir wollten über Silvester gerne weg und ich dachte mir, wir wollten unbedingt mal nach New York, da waren wir noch nie, ist ja aber auch halb so wild. Wir waren auch ganz selten in den USA und ehrlich gesagt bin ich auch erst ein einziges Mal in meinem Leben Langstrecke geflogen, ohne dass ich auf dieser Langstrecke ein Flugbegleiter war. Also, wir wollten gerne ein bisschen weiter weg und ich dachte, New York passt ganz gut. Diese Standby-Flüge kriegt man wahnsinnig günstig. Das ist auch gleich dann schon der größte Vorteil eines Standby-Tickets und wir probieren das einfach mal. Also, man bucht erst einmal das Hotel dort. Dann hat man schon mal den Zeitraum, wann man dorthin möchte oder dort sein muss. Und dann guckt man, welche Flüge dort verfügbar sind und was man sich mit einem Standby-Ticket so alles zusammenbuchen kann. Wenn man bei einer Fluggesellschaft arbeitet, dabei ist es völlig egal, ob man am Boden arbeitet oder als fliegendes Personal, dann hat man Zugriff meist auf sogenannte Standby-Tickets. Bei den deutschen Fluggesellschaften ist das, glaube ich, bei jeder Airline so, dass die Mitarbeiter auf diese Standby-Tickets zugreifen können und die kann man sich auch für private Zwecke dann einfach kaufen. Heißt, man kann zu einem Bruchteil des eigentlichen Preises mit einem Flugzeug fliegen. Ja, und dann gab es natürlich von der Lufthansa von Frankfurt nach JFK einen Flug. Und da dachte ich mir, den kann man auf jeden Fall buchen. Mit der Boeing 747-8 wird das zum aktuellen Zeitpunkt geflogen oder mit dem Airbus A340-600. Der A380 fliegt, soweit ich weiß, gar nicht mehr nach JFK von Frankfurt aus. Und ja, wird schon irgendwie hinhauen. Das Flugzeug hat über 350 Plätze, kann auch gar nicht voll sein. So viele Leute wollen doch auf gar keinen Fall zum Jahreswechsel nach New York. Ja, oder vielleicht doch. Aber man kann das ja mal probieren. Also haben wir so ein Standby-Ticket für uns beide gebucht. Meist ist es, je nach Fluggesellschaft, immer ein bisschen unterschiedlich, aber meist ist es so, dass wenn man bei dieser Fluggesellschaft arbeitet, dann kann man für sich selbst ein Standby-Ticket buchen, aber beispielsweise auch für seine Angehörigen. Zum Beispiel für meine Eltern könnte ich auch Standby-Tickets buchen, sodass die dann ebenfalls vergünstigt, ohne festen Sitzplatz, mit einem solchen Standby-Ticket verreisen können. Oder aber ich buche das Ganze für mich und meine Freundin. Das geht selbstverständlich auch. Dann ist es aber so, dass ich dabei sein muss. Aber war ich ja in diesem Fall. Wir haben uns dann also diesen einen Lufthansa-Flug da ausgesucht, den Lufthansa-Flug LH400 von Frankfurt zum John F. Kennedy Airport in New York am 30.12., also einen Tag vor Silvester. Wie gesagt, man kann es ja mal probieren, ja. Aber die Maschine war natürlich recht voll. Wir kannten beide ein paar Leute bei der Lufthansa, haben uns dann immer wieder so ein paar Buchungszahlen geben lassen oder immer wieder die aktuellen Buchungszahlen geben lassen, weil du hast halt mit diesem Standby-Ticket keinen festen Sitzplatz. Das bedeutet, du fliegst sehr günstig mit diesem Flugzeug, wenn eben Platz ist. Wenn kein Platz mehr ist, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Und es deutete an diesem Tag so ein bisschen darauf hin, dass das eine knappe Nummer wird. Und ja, dann hatten wir einen Tag vorher nochmal reingeguckt in die Buchungszahlen. Der Flieger geht morgens um 10.30 Uhr, glaube ich. Und es waren knapp 15 Plätze frei. Und wenn 15 Plätze frei sind in der Economy Class, dann waren auch noch, keine Ahnung, 6-7 Plätze frei in der Business Class. Irgendwie wird man mit diesem Flugzeug ja schon mitkommen. Ganz zur Not kann man sogar, wenn man seinen Co-Ausweis dabei hat, also seine ID quasi von der Fluggesellschaft, dann kann man auch noch auf einen Jumpseat, also auf einen Kabinensitz, auf einen Sitz in der Kabine, das sind die Sitze, wo die Flugbegleiter normalerweise drauf sitzen, da kann man drauf hoffen. Oder aber, das wird auf USA-Flügen dann aber ein bisschen schwer, oder aber sogar einen Platz im Cockpit bekommen, wenn man seinen Crewausweis dabei hat. Das ist dann aber Entscheidung der jeweiligen Crew, beziehungsweise Entscheidung des Flugkapitäns, der dann sagt, okay, wir nehmen denjenigen mit, oder aber wir lassen ihn dort am Flughafen stehen. Wir wollten zu dem Zeitpunkt aber ganz gerne einen ganz normalen Passagierplatz in der Economy Class haben. Das war auch das,
was wir eigentlich mit diesem Standby-Ticket gebucht hatten. Und ja, wir wollten dann natürlich auch ganz gerne einen Platz zusammen haben, aber selbst wenn das nicht funktioniert hätte, mein Gott, dann wäre es halt so gewesen. Hauptsache, wir kommen irgendwie mit diesem Flugzeug mit. Tja, und dann hat man mit dem Standby-Ticket die Möglichkeiten, die man auch mit einem ganz normalen Ticket hat. Heißt, man geht ganz normal zum Check-in-Schalter, checkt ein. Das Gepäck bekommt dann aber so einen kleinen Standby-Tag, bedeutet einfach eine Markierung, dass die Loader wissen, dass das Standby-Gepäck ist, bedeutet, dass da ein Passagier mitreisen möchte, der vielleicht gar nicht mit dem Flugzeug mitfliegt, also behält man das Ganze erstmal so ein bisschen in der Hinterhand, beziehungsweise lädt das noch nicht ins Flugzeug ein, bevor man nicht weiß, dass derjenige wirklich im Flugzeug drin sitzt, weil ansonsten, wenn er nicht dabei ist und die Wahrscheinlichkeit ist bei einem solchen Standby-Ticket nun mal recht hoch, dass er nicht dabei ist, dann muss man das nicht wieder rauskramen, sondern das steht dann halt einfach da vorm Flieger. Naja, auf jeden Fall, wir dann ganz normal zum Gate gegangen. Ihr geht ganz normal durch die Sicherheitskontrolle, werdet ganz normal extra USA durchgecheckt und was da alles gemacht wird und sitzt dann, so wie jeder andere Passagier auch, vor diesem Flugzeug an eurem Abfluggate. Mit dem Unterschied, dass ihr die einzigen Deppen seid, die noch keinen Sitzplatz auf ihrem blöden Ticket haben, sondern da steht Warteliste drauf. Wenn man Glück hat und es vorher schon absehbar ist, dass wirklich genug freie Plätze im Flugzeug vorhanden sein werden, dann bekommt man vielleicht schon beim Check-in einen Sitzplatz zugewiesen, so wie das auch bei einem anderen ganz normalen Ticket passiert, mit einem festen Sitzplatz. Aber bei einem Standby-Ticket bleibt nun mal die Möglichkeit, dass dann da einfach Warteliste draufsteht und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, am Abfluggate gerne mal ein Lufthansa-Flug von Hamburg nach Frankfurt zum Beispiel, da gehen glaube ich 13 Flieger am Tag oder sowas, da sind die Wartelisten gerne mal 20, 30 Leute lang. Mit dem großen Unterschied, dass da halt wirklich die zeitlichen Abstände zwischen den jeweiligen Flügen recht gering sind, sodass wenn die Leute dort nicht mitkommen, dann fliegen die einfach mit dem nächsten Flug und so weiter. Auf jeden Fall, wir standen auf dieser Warteliste und mussten dann darauf warten, ob noch genug freie Plätze im Flugzeug vorhanden sein werden oder eben nicht. Und wie gesagt, es gibt so ein paar beliebte Verbindungen, die dann auch nur einmal am Tag fliegen oder wie auch immer. Da kommen die meisten Leute dann auch noch zum Flieger und dann bleibt man auf dieser Warteliste stehen und bekommt eben keinen Sitzplatz. Dann fragt man noch mal so ein bisschen nett nach, wie es denn aussieht. Und wenn die nette Dame oder der nette Herr da vorne am Abfluggate dann sagt, weiß nicht, vielleicht haben sie ja Glück, dann sieht das schon meist sehr, sehr schlecht aus. Denn ihr wisst bestimmt, Fluggesellschaften überbuchen ihre Flugzeuge immer. Denn man muss davon ausgehen, dass ein gewisser Prozentsatz, sowas sind einfach Erfahrungswerte, dass ein gewisser Prozentsatz an gebuchten Passagieren nicht zum Flieger kommt. Das ist je nach Strecke, je nach Flieger, je nach Airline, das ist immer unterschiedlich. Aber es kann durchaus mal vorkommen. Also, nur um mal kurz wieder auf das Ganze zurückzukommen, wenn man beispielsweise auf Platz 25 der Warteliste auf einem Hamburg-Frankfurt-Flug steht, dann kann es durchaus sein, dass man trotzdem mitkommt und trotzdem einen ganz normalen Sitzplatz bekommt. Aber wenn man auf irgendeinem Touri-Flug, wo sowieso nur Familien drauf sind, die auf jeden Fall zum Flieger kommen, dann kann es auch sein, dass man auf Wartelisten Platz 1 nicht mitkommt und keinen Sitzplatz mehr kriegt. Na gut, wir standen dann auf Wartelisten Platz 6 und 5 oder sowas und ja, es endete dann so, dass eine Familie noch fehlte und also es waren dann schon alle Leute eingestiegen, aber es fehlte noch eine Familie und man hoffte dann natürlich so ganz fies unter der Hand, dass die Familie vielleicht nicht mehr rechtzeitig kommt, aber sie kam dann und das ist dann halt so, wie gesagt, wir haben keinen festen Sitzplatz und dann kam einfach nur die blöde Ansage, ja, sorry, alle da und ja, dann war der Flieger voll und wir waren nicht mit drin. Aber das kann passieren. Das ist nun mal das große Risiko, was man hat bei einem Standby-Ticket. Die doofe Sache ist jetzt nur, man hat das Hotel gebucht, man wollte Urlaub machen, es geht nur ein Flieger am Tag. Was macht man denn jetzt? Man kann wieder nach Hause fahren. Wir wohnen vom Frankfurter Flughafen gut 2,5 Stunden entfernt. Alles so ein bisschen blöd, aber wir mussten uns ja auch irgendwo drauf einstellen. Also wir wussten schon, was wir da tun. Oder aber man schaut sich nach Alternativen um. Und unsere Alternative an dem Tag, also dieses, da wo man die Standby-Tickets bucht, das ist eine ganz normale Internetseite, auf die man dann Zugriff bekommt. Da schaut man dann, was man für Alternativen hat. Und die einzige Alternative, die wir an diesem Tag, am 30.12. noch hatten, war eine Iceland Air Verbindung und zwar über Reykjavik nach New York. Heißt mit einer Boeing 757 von Iceland Air von Frankfurt nach Reykjavik und dann 2 Stunden Transit und dann von Reykjavik nach New York. Ja, das klingt schon aufregend, wenn man es fest bucht, aber das jetzt Standby buchen und dann zu zweit? Wir hatten ja gar keine andere Option, also haben wir das gemacht. Und jetzt ist natürlich blöd, man muss sich um das Gepäck kümmern, weil das hatte man ja abgegeben. Das hat alles einen Lufthansa-Tag bekommen. Wie gesagt, mit so einer Standby-Markierung, heißt, war noch nicht im Flugzeug drin, aber es war auf dem besten Weg dahin. So, und am Frankfurter Flughafen ist es so, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt sich da bestimmt ziemlich gut aus oder arbeitet da sogar. Am Frankfurter Flughafen ist es so, da kommen alle
Gepäckstücke, die man dann doch nochmal abholen möchte, weil man eben nicht mitgekommen ist, nicht mitfliegen konnte oder warum auch immer, die kommen an einem bestimmten Gepäckband, an einem bestimmten Gate quasi an. Und bis das dann da angekommen ist, das dauert. Und die Zeit hatten wir leider zu dem Zeitpunkt nicht. Und deswegen sind wir runtergegangen, also quasi dahin gegangen, wo du hingehst, wenn du gerade aus dem Flugzeug rauskommst. Mit dem Unterschied, dass wir dummerweise einfach gar nicht mitfliegen konnten. Aber gut, dann sind wir da runtergegangen und haben bei der Gepäckermittlung nachgefragt, was man denn für Möglichkeiten hat, um den Koffer jetzt direkt vom Lufthansa-Flugzeug zum Iceland Air Flugzeug zu bringen. Die Leute, die da saßen, die waren extrem nett von der Lufthansa Mitarbeiter und die haben das hinbekommen. Also die haben uns gesagt, man bekommt das hin jetzt einfach nur durch Telefonieren, dass das Gepäckstück, dass das von der Lufthansa Maschine jetzt durch den Flughafen gebracht wird zur Iceland Air Maschine und dass da dann auch wirklich ein Tag dran ist, der sagt, dass das Gepäckstück von Reykjavik aus auch noch weiter nach New York muss. Ja, wir waren da so ein bisschen skeptisch, aber könnt ihr ja später sehen, ob das funktioniert hat oder nicht. Auf jeden Fall läufst du dann nochmal durch die Sicherheitskontrolle. Du machst alles nochmal, hast ja wieder so ein Standby-Ticket, checkst dann wieder ganz normal ein. Alles wie mit einem normalen Ticket, mit dem Unterschied, dass du dann wieder am Gate sitzt und noch keinen Sitzplatz hast. Jetzt waren wir mittlerweile natürlich schon so ein bisschen kaputt, so ein bisschen erschöpft. Aber gut, hilft ja alles nichts. Dann mussten wir kurz warten bis zur letzten Minute und dann haben wir einen Sitzplatz bekommen. 4 Plätze waren noch frei in der Boeing 757-300 in dieser Special-Bemalung von Iceland Air. Und dann sind wir tatsächlich, wir hatten beide sogar einen Platz am Notausgang, also wir konnten nicht zusammensitzen, aber wir hatten beide einen Platz in einer Notausgangsreihe, also mit viel Beinfreiheit. Und dann sind wir von Frankfurt nach Reykjavik geflogen. Das hat also schon mal funktioniert. Und jetzt kam natürlich der interessanteste Teil, denn wir wollten auf gar keinen Fall Silvester in Reykjavik verbringen. Also nichts gegen Island, ist bestimmt super schön. Ich war auch noch nie da bis jetzt letzte Woche. Aber ich wollte wirklich nicht in Reykjavik bleiben, weil das wäre dann wirklich der Jackpot gewesen. Dann lieber in Frankfurt stehen bleiben. Aber gut, auf jeden Fall ging es dann weiter mit einer Boeing 767-300 der Iceland Air, die uns dann nach New York bringen sollte. Ja, und dann da durch den Flughafen sind wir dann so ein bisschen weitergegangen und dann da durch die Sicherheitskontrolle. Und dann, ja, waren tatsächlich noch 2 Plätze in der Boeing 767 frei. In der Mitte, in der Economy Class, relativ weit hinten. Aber völlig egal, die nehmen wir natürlich. Wir konnten sogar zusammensitzen. Es waren 2 zusammenhängende Plätze und das hat also funktioniert. Aber ich glaube, ihr versteht schon, was dieser Nachteil von diesem Standby-Ticket ist. Das kann zu einer ganzen Menge Stress führen. Und wenn man mit einer ganzen Familie verreisen möchte in den Urlaub mit so einem Standby-Ticket, dann muss man schon so ein bisschen flexibel sein. Wie gesagt, wir wussten, worauf wir uns da einlassen, wir wussten, was passieren kann. Und es war dann irgendwie am Ende des Tages alles witzig, hat aber irgendwie funktioniert. Und so kamen wir dann abends tatsächlich in New York an. Mit einer Iceland Air 767. Wer hätte das gedacht? Das Spannende an dem Iceland Air Flug war, also erst einmal sowieso eine sehr interessante Sache, wollte schon immer mal mit Iceland Air fliegen, war gespannt, wie das so wird. Aber es war ein 6,5 Stunden Flug ungefähr von Reykjavik nach New York. Und da gab es nicht wirklich Service. Also Iceland Air macht nicht wirklich Service, sondern die verkaufen halt was, wenn du was haben möchtest, was ja auch völlig in Ordnung ist und auch eine coole Sache ist vom Ding her. Aber es passiert quasi gar nichts in diesem Flugzeug, 6,5 Stunden lang. Aber alles schön und gut. Wir sind dann darüber geflogen, haben uns ein bisschen was zu essen an Bord gekauft und dann hat ja am Ende des Tages alles geklappt. Interessant war, dass man quasi in den Sonnenuntergang hineingestartet ist und dann dadurch, dass man in Richtung Westen geflogen ist und dann auch so ein bisschen Richtung Süden geflogen ist, die Sonne war quasi die ganze Zeit am Untergehen. Also draußen war die ganze Zeit Dämmerung, bis man dann in New York gelandet ist und dann ging sie auf einmal unter. Sehr interessante Sache, habe ich so auch noch nicht gesehen. Tja. Sieht man nur bei Iceland Air. Wir sind ganz normal wie jeder andere Passagier auch dann da durch die Türen da durchgegangen zum Gepäckband und dann kam auch tatsächlich ein Koffer, aber halt eben nur einer. Also dass es mit einem nicht funktioniert hat, das hatten wir uns jetzt tatsächlich nicht gedacht. Wir dachten, entweder es funktioniert mit beiden oder es funktioniert mit gar keinem. Einer kam an, einer ist leider in Frankfurt stehen geblieben, was wir dann kurz darauf rausgefunden haben. Aber gut, hilft ja nichts, der kam dann 2 Tage später. Der durfte übrigens dann mit Lufthansa fliegen. Also, tja. Immerhin der. Und ja, es hat ja irgendwie funktioniert, aber das war also schon mal unsere spannende Hinreise nach New York. Und dann haben wir erstmal ein paar schöne Tage dort verbracht. Dann mussten wir ja irgendwann wieder zurückfliegen. Das sollte am 4. Januar der Fall sein, sprich an dem Freitag. Und der Flug geht dann durch die Nacht auf den Samstag dazu, dass du morgens dann samstags in Frankfurt landest. Und es gab, glaube ich, 2 Flüge
vom JFK Airport nach Frankfurt und zwei Flüge oder ein Flug von Newark nach Frankfurt. Wir hatten dann die Lufthansa 401, also quasi den direkten Rückflug des Hinfluges, den wir nicht bekommen hatten, gebucht. Und dieses Mal haben wir Business Class Standby Tickets gebucht. Also man hat die Möglichkeit, dort ganz normal zwischen einem Economy, Business oder First Class Ticket zu wählen. Das kostet dann auch dementsprechend mehr. Aber wie gesagt, man steht sowieso erstmal wieder auf der Warteliste. Ich habe auch immer diese Business Class Lounges oder irgendwas Cooles immer bei Global Traveler TV gesehen und da dachte ich, Mensch, wenn die Jungs das immer machen, möchte ich jetzt auch endlich mal Business Class fliegen. Und deswegen haben wir die Dinger gebucht. Und wir haben sie aber auch vor allem aus dem Grund gebucht, weil sehr viele Plätze in der Business Class frei waren. Das konnten wir über die Buchungszahlen sehen und die Economy Class zu dem Zeitpunkt schon überbucht war. Und wenn man jetzt davon ausgehen muss, dass viele von diesen Überbuchungen Standby-Tickets von irgendwelchen Lufthansa-Mitarbeitern sind, dann kann man davon ausgehen, dass die sowieso in die Business Class upgegradet werden. Aber wir kommen von einer anderen Fluggesellschaft, wir haben eine sehr geringe Seniorität und deswegen sind wir quasi ganz hinten auf der Liste. Und durch so ein Business-Class-Ticket schaufeln wir uns auf dieser Liste schon mal ein ganzes Stück weiter nach vorne. Dann, gut, standen wir wieder auf der Warteliste. Business-Class-Lounge, wie ich sie bei Global Traveler TV gesehen habe, durfte ich mir leider nicht angucken, denn für Leute, die bei der Fluggesellschaft arbeiten oder bei einer anderen Fluggesellschaft arbeiten und mit einem Standby-Ticket unterwegs sind, dürfen auch mit einem Business-Class-Standby-Ticket nicht in eine Lounge. Aber gut, das war dann leider so. Und ja, wir mussten wieder bis zur letzten Minute warten. Alle Passagiere waren wieder im Flugzeug drin. Für uns hieß es wieder zittern, ob wir mitkommen oder nicht. Da hatten wir dann zwar noch die Alternative eines deutlich späteren Lufthansa-Fluges. Der ging knapp 6 Stunden später mit einem A340-600. Wäre ich natürlich sehr, sehr gerne geflogen. Aber darauf wollte ich jetzt nicht pochen, dass ich da dann doch noch einen Platz kriege, weil das Flugzeug ist dann ja noch mal eine ganze Ecke kleiner, war auch schon überbucht. Also wir wollten selbstverständlich die erste Möglichkeit auch so gut es geht nutzen. Und dann hatten tatsächlich alle, die an diesem Tag ein Standby-Ticket gebucht haben, Glück. Denn das Flugzeug war zwar überbucht, aber wie gesagt, es gibt so aus Erfahrungswerten einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die nicht kommen. Und auch hier war es so, dass viele Leute nicht gekommen sind. Und dadurch blieben Plätze im Flugzeug frei, die dann an die Standby-Leute verteilt wurden. Das Ganze dann nach Seniorität. Also ein Lufthansa-Flugkapitän mit 25 Dienstjahren oder sowas, der bekommt dann als erstes seinen Platz zugewiesen und dementsprechend auch den bestmöglichen Platz. Und ein, keine Ahnung, irgendein Flugbegleiter von irgendeiner Airline, der 2 Jahre dabei ist, also so Leute wie ich, die bekommen dann eben nicht so einen guten Platz. Ist aber auch alles gar nicht schlimm, weil ich wollte ja hauptsächlich einfach mit diesem Flugzeug jetzt nach Hause fliegen. Und wir hatten ja ein Business Class Standby Ticket, wurden dabei leider quasi getrennt. Heißt, meine Freundin durfte Business Class fliegen, ich musste mich mit der Premium Economy Class zufrieden geben. Also liebe Grüße an die Jungs von Global Traveler TV. Ich bin leider immer noch nicht Business Class geflogen, aber ich gucke mir das gerne immer noch mal wieder bei euch an. Aber ich muss sagen, ich war auch von der Premium Economy Class bei Lufthansa sehr positiv überrascht. Also der Sitz ist wirklich schwer in Ordnung, ein sehr, sehr toller Sitz. Und der Service war auch völlig in Ordnung. Also das hat alles sehr gut funktioniert und da kann ich mich echt nicht beklagen. Und da bin ich froh, dass das am Ende des Tages doch alles noch funktioniert hat. Und ich glaube, allein durch das, was ich jetzt eben erzählt habe, also die Geschichte, wie ich jetzt nach New York gekommen bin und wieder zurückgekommen bin, dadurch kann man erkennen, dass so ein Standby-Ticket wahnsinnig große Vorteile mit sich bringt. Das ist einfach extrem viel Geld, was man sparen kann. Und man ist da sehr flexibel, kann hier und da mal 2, 3 Tickets buchen. Und wenn man mitkommt, dann hat man Glück und wenn nicht, dann halt eben nicht. Das Geld bekommt man übrigens wieder zurück, wenn man nicht mitgeflogen ist. Aber es ist natürlich doch schon irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man in den Urlaub fliegen möchte, hat sein Flugticket quasi in der Hand. Und der Unterschied zu einem normalen Flugticket ist einfach nur, dass kein fester Sitzplatz draufsteht. Und wenn die nette Frau oder der nette Herr da am Gate dann sagt, sorry, der Flieger ist voll, dann war das auch sein letztes Wort dazu. Also die Lufthansa oder jede andere Airline ist dann in diesem Fall nicht verpflichtet, sich um dich zu kümmern. Heißt, sie müssen dir da kein Hotel geben, sie müssen dir keinen alternativen Flug geben. Du kannst dann halt wieder nach Hause gehen. Aber wie gesagt, dafür kostet es wahnsinnig wenig Geld. Und deswegen sollte man dieses ganze Standby-Fliegen doch so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber man weiß ja, worauf man sich einlässt. Das wussten wir in diesem Fall auch. Und am Ende des Tages ist einfach eine ziemlich lustige Reise draus geworden. Ich meine, mit Iceland Air nach New York kann man schon auf jeden Fall mal machen. Tja, damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
Wenn der ein oder andere Lust hat, erzählt gerne mal eure Stories, wie ihr vielleicht so ein bisschen über Umwege oder anders als ihr es vorher erwartet hattet, zu eurem Zielort gekommen seid. So viel also zu meiner Reise nach New York. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, dass ich heute kein Skript hatte, sondern einfach mal frei losgeredet habe. Ist vielleicht dadurch ein bisschen chaotisch geworden, aber gut. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder und bis dahin lasst es euch gut gehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und tschüss.